Nein, du liest jetzt nichts, du wirst Reste essen. Auch ein Herbstsalat noch. Ich hoffe, der ist noch gut. Aber Lukas isst und hat sich noch nicht übergeben, also gehe ich mal davon aus, dass der noch gut ist. Außerdem habe ich ihn ja gekocht. So, aufstehen. Benutzen, säubern. Nee, jetzt isst er erstmal, der Junge. Und Lukas ist ja dann eh schon fertig. So, komm mal hinne. Ist ein bisschen schneller. Nom 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 nom, Schaufel rein, Schaufel rein, Schaufel, Schaufel, Schaufel. Ja, und weg damit. Sehr gut. Einen Kaffee hätte ich dir gerne noch reingedrückt, aber wir haben keine Kaffeemaschine. Schade eigentlich. Was machst du denn da jetzt? Du sollst sie nicht säubern. Du sollst duschen, Junge. Willst du mich verarschen? Manchmal habe ich den Eindruck. Du kriegst gleich meine Nähe klebt, Junge. Wie geht's mir eigentlich? Ich bin gleich wach. Ich kann ja da mal aufräumen. Aufräumen. Obwohl, nö, wir machen das Reste essen. Ah, komm, ich esse Pizza morgen. Einfach weil Hunger. Ja, der Lukas macht sich ja schon fertig. So, der Lukas geht jetzt noch zur Arbeit. Und sprintet wie ein Irrer. So. Suri. Wie verrückt schuften. Normaler Betrieb. Nein. Es ist ja schön und gut, dass du so konzentriert und hart arbeitest, aber essen solltest du schon ab und zu, sonst wirst du nachher noch krank. Nö, du haust halt mal voll rein. So, ich bin wach und hier verfliegt die Zeit wie im Fluge, muss man ja sagen. Verfliegt wie im Flug. Verfliegt wie im Flug. Verfliegt wie im Flug. Verfliegt. Alles klar. So, du isst eine Runde. Jetzt sag mir bitte nicht, du benutzt den Teller von ihm da. Ah nee, Pizza isst man ja so aus den Pfoten. Gut. Und dann kannst du alles sauber machen. Der Dom schläft wahrscheinlich noch ein bisschen. Oh ne, der wacht auch gleich auf. Ja, echt mal, der ist. Wann ist der ins Bett gegangen? Na ja, gut, der hat ja auch ein Nickerchen gemacht. Er ist ja auch nicht todmüde wie die anderen ins Bett gegangen. Muss man ja auch mal dazu sagen. Ist noch ein bisschen leer, das Ding hier. Was ist das denn da? Aha. Ein Bild. Das habe ich da nicht hingestellt. Nein, nicht sitzen. Aufräumen. Zur Arbeit gegangen. Noch 50 Jahre schuften, ja. Lukas, dir geht's ja eigentlich auch ganz gut, ne? Hart arbeiten. Da klingelt ein Wecker. Nee, warte mal. Bei mir? Rangehen. Na, mach schon. Ich will wissen, was es ist. Und? Was haben wir da jetzt? Kampf der Köche für Fopsilicious. Der Chefkoch des Restaurants veranstaltet einen Wettkampf, bei dem der beste einheimische Koch ermittelt werden soll. Bereite etwas Besonderes zu und mach dich schnell zum Restaurant auf, um am Wettkampf teilzunehmen. Dem Gewinner winkt ein Geldpreis. Belohnung, Simoleons, Art Ansehen. Bring dein Essen zum Restaurant, bevor die Zeit abläuft, um ein Geld. Machen wir doch. Nie so. Okay, dann, nee, warte mal. Kann ich den Herd? Dann machen wir mal. Komm, wir meinen jetzt die besten Pfannkuchen überhaupt. Pfannkuchen haben schon jeden überzeugt. Spirit, du siehst da so aus, als. Du. Ach, die Dusche ist sauber gemacht worden. Stimmt, vom guten. Na, dann geh. Nee, warte mal, Andrang hast du gar nicht. Ach komm, wenn du Zähne putzt und Hände waschst, reicht das auch erstmal. Du musst jetzt nicht unbedingt duschen in deinem Outfit. Es wäre aber ganz nett, wenn du dir dann was Ordentliches anziehst. Ziehst du mal deine athletische Kleidung an? Und eigentlich müsste ich jetzt gerade mal Bierpause. Also, naja, gut, eine halbe Stunde mache ich jetzt auch noch voll, dann mache ich sowieso eine Aufnahmepause. Aber ich muss sagen, das Projekt fliegt. Also, es fliegt gerade so ein bisschen für mich. Aber es ist auch ganz gut, noch habe ich Spaß. Gut, wenn ich nach 5 Folgen auch schon keinen Spaß mehr hätte, wäre auch schon traurig.
Aber was heißt 5 Folgen, wenn man ja die Charakterstellung mitnimmt? Die war ja schon 3 Stunden und jetzt noch die 5 Folgen, die waren ja auch schon. Ja, auch wieder 3 Stunden. 6 Stunden schon. Knapp, also ich würde es grob 6 Stunden sagen. Ja. Was ist denn mit dem Jonas los? Ach, der hat keinen Spaß. Angespannt. Oh, ist gestresst, ja. Wer hat denn behauptet, dass du arbeiten nicht mit anderen Sims unterhalten darfst? Braucht ein Geschmackstester für neu erschaffene Substanz. Möchte Klaus am Testverfahren teilnehmen? Natürlich. Klaus würde es auch tun. Es war aber keine so gute Idee, dass, okay. Warte. Es war wohl keine so gute Idee, dass Lukas die Flüssigkeit mit dem falschen Etikett getrunken hat, aber keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Der Fernseher von Boyd Wainwright ist kaputt gegangen und leider ist niemand da, der ihn reparieren kann. Schnapp dir den Fernseher, er befindet sich in deinem Familieninventar, und versuch dein Glück. Wenn du Erfolg hast, zahlt Boyd Wainwright dir auch eine angemessene Belohnung für die Reparatur. Rabattieren für ein um Geld zu verdienen. Ja, nehme ich gerne an. Ich glaube, das wird für Lukas gelten. Und der Jonas macht, ein bisschen beim Chef einschleimen. Ja, schade, Lukas. Mhm. Sims lieben, nein. Nein. Reste wegstellen, aufräumen. Fusion gleich Überstunden? Während die Sams aus der Chefetage vergnügt über die erfolgreiche Fusion feiern, müssen alle übrigen Mitarbeiter Überstunden schieben, um all den Papierkram zu erledigen. Deine Kollegen wären dir wirklich sehr dankbar, wenn du etwas länger bleiben und ihnen helfen würdest. Verbesserte Beziehungen zu Kollegen? Ja, machst du. Vor allem, da wir uns eh beim Chef einschleimen. Warte mal. Nein. Wie kann ich denn jetzt Essen für... Ich würde gern... das zum Restaurant bringen. Warte mal. Mach mal Reste wegstellen. Wo muss ich denn da überhaupt hin für? Ich hätte mir das vielleicht mal angucken sollen. Karriere, Beziehungen, Simonologie, Fähigkeit, Inventar, Köche. Kampf der Köche. Nee. Frist. Freitag. Ach, erst Freitag um 18 Uhr. Achso, nee, dann musst du es eh nicht machen jetzt. Nein. Ja, führ du mal Selbstgespräche, mein Freund. Handrang. Schiffenjeste. Hier mal schön. Spirit sitzt schon wieder am PC, natürlich. Wo sollte ein Spirit auch sonst sitzen? Statt erstmal zu essen. Weintraubenpfannkuchen. Ach, der feine Herr hat Weintraubenpfannkuchen gemacht. Natürlich. Normale sind ja auch... Ach du je. Kann aber auch aufkacken, ey. Das muss man einfach mal so sagen. Spaß. Du willst bestimmt mal Videospiel spielen. Und sozial. Fehlt ja auch. Alles klar. Wenn der Spirit da Dinge gemacht hat, dann wird er auch Videospiele spielen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich gleich mal. Obwohl, warte mal. Ja, ich würde mal sagen, bis... Bis 14 Uhr, bis 14, 14.30, bis die Deppen da wieder da sind, machen wir das noch. Nom. Essen. Blitzblank. Mhm. Denke das saubere Gefühl der Körperhygiene. So, alles klar. Ja, stell halt den Scheiß nicht weg. Ist okay, Spirit. Ist okay. Wie auch immer, 2 von 4 Betten nur gemacht sind. Oder auch nicht gemacht. Je nachdem, wie man sieht. Finde ich ja super. Die beiden Heimhocker da. Guck mal, so haben sie ein bisschen Soziales. So, wie geht's denn dir? Du hast null Spaß. Länger bleiben. Total gestresst und überarbeitet. Letzter Zeit viel zu viel Kaufreiz und bla bla. Überstunden jetzt ein Ende haben. Wegen harter Arbeit. So, wenn du kommst... Ja, du kannst eigentlich gleich ins Bett. So... Ideal. Unter deinem Schreibtisch wird bestimmt niemand nach dir suchen.
Ja, kommst du jetzt eh heim, ne? Ach nee, du musst ja Überstunden machen. Ja, machst jetzt mal normaler Betrieb. Nee, warte mal, du machst, machst weiter beim Chef einschleimen. Und der Lukas macht... Nee, sollst du hart arbeiten. Lukas ist zu gestresst, um hart zu arbeiten, natürlich. Natürlich ist Lukas das. Bearbeitet, angespannt. Energie passé. Aha, aha, aha. Okay. Nur am Rumheulen, der Kerl. Dabei ist der arme Jonas doch schon länger am Arbeiten. Oh, was hier für Karren stehen. Eieiei. Uiuiuiui, wo arbeitest du denn, Jonas? Alles klar, der Lukas ist zu Hause? Noch nicht. Kommt jetzt von der Arbeit. Mit Trenchcoat und allem. Alles klar. Gut, und der Junge, der will nach Hause gehen, genau. Und dann Videospiele spielen. Du kannst dann mit den Jungs spielen. Und darfst dann spielen, wie ein kleiner Junge. Essen kannst du später. Und der Jonas, ach, dem geht's so schlecht. Ach, der tut mir ja leid. Der hat keinen Spaß, der hat kein gar nichts. Der Arme, der arbeitet vom ersten Tag an. Oh. Unser Vernünftiger. Aber er macht ja alles für eine Karriere. Okay, das klang jetzt falsch. Da kommt unser Lukas. Kann sich auch noch mal ganz kurz hinsetzen. Ja, das macht er doch gern. Ich lasse jetzt die Folge einfach mal ein bisschen weiterlaufen. Die cutte ich dann einfach mal. Jetzt gibt es ja keine separate Verabschiedung, aber... Den Schnittzeitpunkt habe ich eh schon verpasst. Den Abschiedspunkt, sonst wird die Folge einfach zu lang. Machen wir jetzt noch 10 Minuten und dann... Bis alle im Bett sind, würde ich sagen, ungefähr. So, Lukas hat Spaß. Ach so, du musst ja auch noch den Fernseher irgendwann mal reparieren, ne? Aber hab erstmal ein bisschen Spaß. Du sollst ja auch ein bisschen was machen. Du arbeitest ja immerhin halbtags. Echt mal. Hab dich nicht so. Sehr schön. Sind sie nicht süß? Aber so kann's gehen. So. Wie geht's mir denn? Ich habe voll Spaß. Das heißt, lesen. Koch zu viel. Jonas hat 215 Simoleons verdient. Toll, Jonas. Das hast du sehr gut gemacht. Und du darfst jetzt auch Videospiele spielen. Bevor du dann nochmal ein Nickerchen machst oder so. Eine Kaffeemaschine wäre echt geil. Ich glaube, wäre echt nicht schlecht. Es gibt ein Schachturnier? Mhm. Ach so, da sieht man das... Nee, da sieht man nur... 0 von 1 beliebiges Rezeptmahlzeiten. Gemütlich, gute Mahlzeit. Steh mal auf. Ja, jetzt heul da nicht rum, Junge. Meine Güte, du bist aber auch immer gleich biestig. Ja, echt mal, setz dich einfach auf den Boden, Junge. Komm, geh mal hier hin. Nein, nicht etwas lesen. Achso, du hast das Buch noch einstecken, ne? Du Held, du. Ja. Inventar. Wo ist denn dein Inventar? Das hier, ne? Hier lesen. Jonas hat zwar da jetzt kaum vor, wo er sitzt, aber er hat zumindest Spaß. Das reicht ja schon mal. Der Junge ist ja so gestresst und braucht ein bisschen Freizeit, genauso wie der Lukas. Der hat jetzt genug Spaß gehabt. Wer hat das denn jetzt im Inventar? Zeitung? Wer hat das denn jetzt im Inventar? Wo? Wartet mal. Was machst du da? Ach, du machst das sauber, das ist ja nett. Wo haben wir jetzt das Inventar? Wo ist der Fernseher? Achso, jetzt kann ich hier nicht interagieren. Doch, jetzt kann ich interagieren, das ist klar. Warum komme ich hier nicht? Keine Ahnung. Fähigkeiten-Tagebuch.
Karriere, wo finde ich denn jetzt den Dingens? Sag mal hier Album, Perfektionist, das sind die ganzen Dinge. Grüner Daumen, dein Sim kann mit Pflanzen sprechen, das ist ja super. Beziehungen zu Dom könntest du noch Beziehungen aufbauen, aber ihr verpasst euch ja meistens, das ist das Problem. Spaß, eine schöne Zeit haben. Langzeitbelohnungen. Wo haben wir denn jetzt? So, warte mal. Der Fernseher von ist jemand. Leider ist niemand da. Er befindet sich in deinem Familieninventar. Wo ist mein Familieninventar? Kartenansicht, mein Sim anzeigen. Ist das hier irgendwo? Mein Haus ansehen. Videoaufnahme. Moment festhalten. Aha. Sammeltagebuch. Gefundene Edelsteine. Sammel, okay. Du hast jetzt nur das Bild hier drin. Wo ist denn das Familientagebuch? Könnt ihr bestimmt mir mal in den Kommentaren nennen. Obwohl. Ja, ich weiß eh nicht, wann das hier rauskommt. Wo ist denn das Familientagebuch? Hier habe ich das Persönliche, ne? Wo ist denn das Familientagebuch? Stammbaum. Stammbaum, Fopsilicious. Gut, Gemeinschaftszentrum, also was los? Ja. Stelle ein Sim, Gemeinschaftszentrum, bla. Unterricht, Gespräche, Spieler-Update Store. Nee, das interessiert mich alles nicht. Wo ist denn dieses Blöde? Naja. Zahn hat er halt Pech gehabt, der Junge. Soll er sich einen neuen kaufen? Spezial. Keine Dingens, schlechter Empfang. Wo ist denn überhaupt dieser Beut überhaupt? Klingeln. Ja. Sollst du auch nicht. Alleinerziehende Mütterhaushalt. Okay. Wir wohnen hier in einer ganz schlechten Gegend. Was ist da? Grundstück kaufen. Knautschgesichthaushalt. Alles klar. Natürlich doch. Knautschgesichthaushalt. Nee, wo ist Beuth? Ah, dieser Beuth wieder mal. Komm, in der Zeit kann das hier mal weiterlaufen. Gastronomiekarriere. Am Mixen. Ah, okay. Hier ist schon mal was Nettes. Kochunterrichter. Ah, ja, 400. Natürlich. Kostet ja nix. Was haben wir hier? Papyrusbibliothek. Okay. Gesetzeshüterkarriere starten. Okay. Wer läuft denn hier? Hank. Und Sam Sakimoto. Musikkarriere starten. Natürlich. Lebensmittel. Teilzeitjob. Angelunterricht teilen. $400. Natürlich. Na, ach, komm jetzt auf damit. Wer denn mal da? Keine Ahnung. Ui, Alter. Was willst du da so ab? Jo, Fahrrad. Halleluja. Was haben wir hier? Grußfoto. Grußkartenfoto. Charisma-Unterricht. Rathaus besichtigen. Rathaus. Politikkarriere. Hier hingehen. Hier hingehen. Grundstück kaufen. 28 Stunden Fitness. Ein 28-Stunden-Fitnessstudio. Ja. So, wir haben jetzt schon wieder relativ spät. Glückwunsch, Kochen 3. Wunderbar. Lukas sitzt am PC. Reste essen, Weintraubenpfannkuchen. Spirit sitzt da, muss aber mal schachten. Benutzen. Wie geht's mir denn? Ja, ich gehe offenbar ins Bett. Und der arme Jonas hat Hunger. Wird jetzt schlafen gehen. Du gehst heute mal früh schlafen, mein Freund. Du bist morgens immer so müde. Nee, du gehst hier Reste essen. Weintraubenpfannkuchen, komm, du isst was Gesundes. Und danach kannst du schlafen gehen. Wieso stehe ich jetzt schon wieder auf?
Ach, das war jetzt für mich die ganze Zeit, oder was? Nee. Gar nicht. Reste essen. Weintraubenpfannkuchen. Schlafen. So. Warte mal, ich hier. Bin ins Bett gegangen und bin jetzt wieder... Vollidiot. Säubern, nee. Du hast das voll... Du hast das Ding voll geschachtet, also machst du das auch. Oder nee. Warte, 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 stopp. Das macht der Junge hier. Du holst die Reste, Pizza. Das macht der Lukas. Der ist ja hier auch der Techniker. Der technisch Begabte, der macht das hier alles schön. Steht euch mal nicht selber im Weg rum. Das wäre super. Macht das mal schön nach und nach. Könnt ihr euch alle hinsetzen, kriegt auch noch ein bisschen Soziales. Alter, was hast du für definierte Bauchmuskel? Oder? Hast du? Nee, hast du nicht. Ich wollte gerade sagen. Eine ganz andere Frage. Warum läufst du hier so... Achso, Schlafanz. Nee, du läufst in Badeklamotten rum. The fuck? Du schläfst auch jeden Tag anders, oder? Eieiei. Und warum eine Kette? Alter, ich muss hier sowas von meinem Charaktereditor. Das ist ja sowas von... Nee. Ein schönes Bild. Die drei Mampfen da und er... Naja. Hat auch mit Essen zu tun, sagen wir es mal freundlich. Nur in einer etwas, ja, anderen Form. Aber dafür hat er ja immerhin, was Gutes getan. Gut, Energie, Hygiene, Hände waschen. Dir geht's eigentlich noch ziemlich geil, aber du gehst dann trotzdem ins Bett. Nein, du doch nicht. Dir geht's eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Jonas. Nickerchen. Fopsi, was mach ich denn? Ich hab Spaß. Ich könnte aber gehen und Hand dran gebrauchen. Also, gebraucht. Der Lukas, der ist müde. Dann wirst du jetzt auch schlafen gehen. Und der Jonas ja sowieso. Genau. Alles klar. Und ich... Ja, komm. Geh ich auch schlafen. Komm, ist... Irgendwann ist mal genug, Fops, ja? Ich sag mal so, um die Uhrzeit schlafen zu gehen, ja, das ist... Genau. Realistisch. Sehr realistisch. Aber gut, ich sag einfach mal, wenn die jetzt hier pennen... Macht's gut, Leute. Natürlich im Anzug. Natürlich. Macht's gut, Leute. Bis dann. Wiedersehen.